Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen First Look Video hier auf meinem Kanal. Inarius in Chains war wie vermutet relativ schnell ausverkauft. Das hat sich natürlich auch schon abgezeichnet, dass das schnell passieren wird. Dann schauen wir uns dieses Exemplar mal ein bisschen genauer an. Meine Vermutung, dass das Display untenrum viel zu dunkel sein könnte, hat sich zum Glück nicht bestätigt. Die herauslaufende Lava und die doch hier akzentuierten hellen Farbtöne haben ausgereicht, den unteren Teil nicht zu dunkel erscheinen zu lassen. Der obere Bereich sieht wie vermutet wirklich sehr schön aus, gerade die Silberbeschichtung kommt hier positiv zum Tragen. Besonders gut gefällt mir hier, wie die Rüstung gestaltet ist und auch die dreidimensionalen Details der Rüstung finde ich hier sehr gut gelungen. Löblich ist es vor allem auch, dass wir hier keinen Diablo-Schriftzug sehen, wie es vielleicht bei Resident Evil der Fall war. Auch wenn das Display an sich ein schönes Display geworden ist, bietet es jetzt keine besonderen großen Überraschungen. Ja, ich würde sagen, ein rundum gelungenes Diablo-Display und ich kann nur hoffen, dass es noch eins von Lilith geben wird. Das finde ich ist die beeindruckendere Person hier vom Motiv, die man abbilden kann. Oder Diablo selbst halt eben. Bin mal gespannt, ob da nochmal was nachkommen wird. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Vielen Dank für euren Support, für alle, die über meinen Link einkaufen und den Kanal unterstützen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Seht ihr das? Das ist richtige Schweißarbeit hier. Das ist Wahnsinn.